Und ein herzliches Willkommen zurück zum zweiten Teil hier bei God of War of God of War mit mir von der YouTube Let's Plays als Hobby. Und wir stehen auf der Brücke. Tolle Sache. So, schauen wir mal, was es hier hinten gibt. Aber gegen die Wand drücken. Schmacksilber. Silber mit Schmackes. Rechts, noch mehr Drauger. Mist. Kann man nicht sterben? Was soll das? Unfassbar. Ein harter Kampf. Aber überlegt. So, einmal hier rüber mit dem Steinchen. Hat doch einen tollen Anhänger für den Hals. Aber nur im ganzen Stück natürlich. Hier, Junge. Jawohl. Wer das wohl geschrieben hat? Weiß ich persönlich jetzt nicht, aber was steht da? Der große Berg. Als der Berg noch kalt war, waren es Meloda und, keine Ahnung, Onbreis, die ihm Leben einhauchten. Rastlose Seen aus weit entfernten Ländern, die vom Met der Poesie gekostet hatten und auf der Suche nach Inspiration einander fanden. Und miteinander fanden sie eine tiefe Liebe. Sie erbauten eine geheime Brücke, die bis auf den Gipfel des großen Berges von Midgard reichte. Dort errichteten sie ihre Feuerstellen und ihre Festung. Um frei von Prophezeien zu leben und nur sich selbst und einander zu kennen. Der Berg wurde zur Zuflucht der Ausgestoßenen und Künstler für Jötner und neue Freunde. Und viele weitere Seen pilgerten zu diesen Lichten der Dunkelheit. Lasst uns selbst jetzt, da wir Schutz vor dem Sturm suchen, niemals den ein zu einladenden Geist des Berges vergessen. Klingt, als sei der Berg ziemlich toll gewesen. Mutter hatte immer ein Herz für Künstler. Hm. Nehmen wir den wieder mit? Ich glaube, wir nehmen den erstmal wieder ein Stückchen mit. Ah ne, wir müssen ja... Ne, brauchen wir eigentlich nicht. So, hier gibt's nichts mehr. So, ein Ende haben wir da. Das passt ja eigentlich. Das brauchen wir doch gar nicht mehr zum Ändern. Wo haben wir noch so ein Ding? Genau, ein B, ein N und ein R. So gesehen. Damals R. Und nun ein B. Ah, da oben. Hier können wir nicht rüber. Hier können wir auch nicht rüber. Was soll das? Hier. Oh, das da oben habe ich nicht gesehen gehabt. Na, das sieht auch eher aus wie ein N. Aber gut.
BNR. Müsste ja jetzt eigentlich stimmen. Ja. Das war klasse. Aber immer doch. Ein Blutmethorn. 2 von 3. So, dann können wir jetzt auch weiter. Und zwar dadurch. In der Hoffnung, dass es dann speichert. Wir speichern mal sicherheitshalber mal hier. Alfame. Ja, das waren noch Zeiten. Ganz schön viele Leichen. Na, die Luft hier unten ist bestimmt super. Sag mir, was du siehst. Naja, die sehen wie Menschen aus, nicht Riesen. Richtig, Diebe auf der Schatzjagd. Siehst du die Fallen? Oh ja, zum Glück haben sie alle ausgelöst. Sei froh, dass die hier tot bleiben. Ach, Atreus. Die Statue! Die sind drüben! Wieso geht mein Leben gerade zurück? Ich bin hier doch nur durch. Hier drüben sind wir. Ah, ja gut, okay, ich verstehe. Ich hatte gerade gesagt, wir wären ganz woanders. Mhm. Die Statue lesen wir gleich. So ein Stein, okay. Das war nochmal weiß. Habe ich aber nicht viel Leben gekriegt, oder? Hatte ich nicht so viel auch schon vorher? Nichts da oben. Junge. Eine Schatzkarte. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Ah ne, ein bisschen hinzugefügt. Die Schlange. Die Schlange ist des Sprechens nicht mächtig, aber ihre Feindseligkeit den Aas gegenüber ist unverkennbar. Die Zerstörung von Tyrs Tempel ist unmöglich, solange sie existiert. Ihre Anwesenheit hat jedoch bewirkt, dass das See der Neuen in gänzlich bedeckt. Somit wurde das Ziel, Weltenreisen zu erschweren, dennoch erreicht. Der Rahmenwächter. Okay. So, da geht's weiter. Dann lösen wir mal. Oh, das ist Dörathror, einer der 4 Hirsche des Weltenbaums. Er bewacht den Eingang nach Jötunheim, wenn die Riesen schlafen. Hm. Ob er noch dort ist? Ich war. Ist nicht. Dürer vor Rohr. Oder wie auch immer. Ein Rohr. Ein Hirsch des Weltenbaums, der die Tore von Jötunheim bewacht. Dort kommen die Riesen her. Das ist der Berg der Riesen. Ist es nicht? Hm. Keine Absicht? Okay, weiter geht's. Was hat denn der für ein Problem? Vater, du bist verletzt!
Oh, tatsächlich. Die Pimper ist tot. Wir wollen immer noch zum Gipfel. Wir finden schon einen Weg. Eieiei. Fast tot schon wieder. Trauriger verstärkte Waffen. Als wären Untote mit spitzen Gegenständen nicht schon schlimm genug. Manche Trauriger können über ihre Arme Energie in ihre Waffen fließen lassen, was sie noch gefährlicher macht. Ein rostiges altes Schwert tut weh, aber ein mit Feuer verstärktes Schwert tut noch mehr weh. Jo. Noch was. Trauger Schild. Das müssen wir jetzt nicht lesen, oder? Dieses seltsame Harz. Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite. Ja, ich kann mal, dass wir auf der anderen Seite sind, aber wir brauchen einen Kristall. Den kriegen wir aber, glaube ich, so hier noch nicht. Und von dort kriegt man noch keinen mit. Mhm. Okay. Einmal Lucky Lucky, was gibt es hier? Hm, auch nicht schlecht. Okay. Der Kleine ist uns gar nicht gefolgt. So, hier gibt es erstmal nichts mehr. Wow, der höchste Gipfel der Welten. Ob Mutter wusste, dass es der Berg der Riesen ist? Nein, ihre Bitte erweist sich als viel komplizierter, als sie hätte ahnen können. Wer weiß. Das hier haben wir noch nicht angemacht. Ah, da haben wir doch was. Guck mal an. Ist sonst noch was? Nö, ne? Mhm. Bisschen Hacksilber. Haben wir noch was hängen? Es ist dein Name, glaube ich. Heißlir. Das heißt Schrecken. Ja, da was würde sie Schrecken nennen. Ja. Was ist das? Eine mit Kordel umwickelte Kerze und eine Art Tierfell. Eine Laterne? Aber der Docht fehlt. Das brauchen wir nicht. Der Bifrost erleuchtet unseren Weg. Hey, wer hat wohl diese Fackeln angezündet? Die Toten brauchen keine. Augen offen halten. Die Kette wollte ich nur runterlassen. Ich bin halt ein bisschen vorsichtig erstmal. Wir haben ja kaum noch Leben, ehrlich gesagt. Wo, noch eine Truhe. Silber. Bisschen ist gut. 1569, das ist schon sehr
ordentlich. Sonst gibt's hier nichts, ne? Nee. Hallo! Lass das! Ach Mann, ich wollte nur. Schon na, gut. Lass den Jungen doch mal seinen Spaß. Okay, einmal da durch, würde ich sagen, ne? Oh je. Wow. Herz des Berges. Was ist das alles? Wo sind wir? Eine Mine. Und wenn diese Kralle zum Gipfel reicht, sind wir fast am Ziel. Den Höhlenschacht hinaufsteigen. Ich nehme an, es hat gespeichert. Wir speichern trotzdem noch einmal. So, dann schauen wir uns erstmal um. Sieht aus, als soll hier irgendwas drüber rollen. Okay, da können wir was machen. Das lassen wir aber erstmal noch. Irgendwie muss ich die Kralle aktivieren lassen. Komm. Erstmal so viel sammeln, wie es geht. Hey, schönes. Besser, es war total fein. Irgendwie so. Junge. An der Fackel ist eine Maschine mit Zahnrädern und Seil. Wozu kann die gut sein? Verborgene Kammer entdeckt. Das wird natürlich auch eine super Herausforderung. Das Ding fährt nirgends hin. Die Maschinen hier sind bestimmt von Zwergen gemacht. Aber das Mauerwerk eindeutig Jötnar. Ich glaube, die Riesen haben nicht nur in den Berg geschürft, sondern hier gelebt. Schlauchwuchs, oder? Und der weiß echt viel. Alles kurz und klein, ich bin sauer. Ja, hier haben wir noch ein Artefakt, siehst du? Mit einem Hacksilber. Eins hat er mal an. Erstmal den Raum untersuchen, dann gehen wir in diese einzelnen verschiedenen Türen. Da haben wir schon wieder was zu lesen. Ich weiß noch nicht, ab wann es hier anfängt. Kannst du das lesen? Ja, Vater! Das ist lustig. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötnar. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Der Berg war eine Festung der Riesen Midgard. Nachdem sie fort waren, haben die Zwerge ihn leer gefördert. Da kommen wir so nicht rüber.
Da kommen wir so nicht hoch. Ah. Bei den Kleinen hätte ich doch da hochbringen können, oder? Hochwerfen. Okay, da unten ist auch nichts. Da kann man nicht rein, da kann ich aber auch keinen hochwerfen. Hm? Okay, das Einzige, was wir machen können, ist das Ding da bewegen. Machen wir das doch gerade mal. Mal gucken, was da passiert. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Oh nein! Das Seil steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Hm. Hm. Wie der doch voll mitgerattert ist, ey. Die Kette lösen. Sitzt fest. Aber vielleicht kommen wir dadurch nach oben. Nachdem wir, weißt schon, die da los sind. Aua. Das sind wieder die, die sich immer so aufheizen, wenn man die dann trifft, explodieren die. Ich glaube, ich muss erst die ganzen Fernkampf-Typis dann auch platt machen. Das wird sonst nichts. Nicht, tschüss. Tschüss. Oh. Ja, der hat mich jetzt gerade voll überrascht, ja. Vorsicht!
wieder voll nicht gesehen. Oder voll falsch reagiert, eins von beiden. Mach dich bereit, Junge! Die sind echt nicht ohne. Diese explosiven Viecher, die nerven. Gibt's da nicht. Habe ich wieder nicht gesehen, ey. Ich hab gedacht, gegen den werf ich, ey. Och, Mann. An die kann ich nicht dran. Die explodieren halt. Hin. Oh, echt jetzt. Huh!
Scheiße. Noch einer. In dem Moment ist er wieder aufgeladen, ey. Ich könnte kotzen. In dem Moment, wo ich ihn angreifen wollte, weil er nur noch so ein Fitzelleben hatte. Gegner voraus. Okay, wir sehen uns im nächsten Teil. Tut mir echt leid. Danke fürs Zuschauen. Das war God of War auf God of War mit mir von der YouTube. Let's Plays als Hobby. Oh, schon wieder etwas Heftiges hier. Keine Ahnung. Also diese Viecher sind echt schlimm. Ja, die kann man eigentlich so von Weitem angreifen. Natürlich, man könnte sie angreifen, das explodieren und dann bam, 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 bam. Man hat gesehen, man kann es sehr schnell dann betäuben. Mal gucken, beim nächsten Mal kriegen wir es bestimmt hin. Schaut wieder ein, wenn es wieder heißt. Weiterhin mit Sterben. Und viel Spaß auch mit meinem anderen Let's Plays. Euer von der YouTube. Let's Plays als Hobby. Und tschüss.